Ich wollte Ihnen kurz was erzählen, was Repositorien in der Helmholtz-Gemeinschaft sind. Wir sind da ein bisschen anders aufgestellt als an vielen Universitätsbibliotheken. Ich wollte Ihnen kurz erzählen, was wir uns überlegt haben, als wir mit Join angefangen haben, was die Wünsche waren, wer die Partner sind, damit Sie das Projekt ein bisschen einordnen können. Dann, wie wir das gemacht haben, was da hinten dran ist und warum wir ganz weit weg vom Dublin Core sind. Was wir mit Normsätzen am Hut haben. Ich bin ja auch so ein bisschen Bibliothekar. Fangen wir mit der Ausgangslage an. Wie ging das los? Erstmal die Helmholtz-Gemeinschaft, ganz grob für die Leute, die es nicht wissen. Die Helmholtz-Gemeinschaft ist Großgeräte, so richtig groß und ein bisschen X für die Forschung. Mit einem großen X für die Forschung. Das heißt, die Maschinen, die wir haben, ist sowas wie ein Schiff, ein Flugzeug, eine Forschungsstation, ein Teilchenbeschleuniger, ein Kernreaktor, irgendwas in dieser Richtung. Das heißt, wir haben sehr teure Anlagen, sehr aufwendige Anlagen und eine entsprechend teure Forschung auch. Das bringt mit sich, dass wir ein ständiges Reporting machen müssen, sehr kleinteilig, dass eine permanente Evaluierung stattfindet, das ist klar. Es ist relativ viel Geld im Spiel, das heißt, wir müssen für alle diese Projekte permanent reportieren an die HGF. Das heißt bei uns programmorientierte Förderung für die Leute, die aus der Uni kommen, das ist so ungefähr wie die DFG für die HGF. Das heißt, man schreibt einen Antrag und dann bekommt man ein Gutachten. Diese Begutachtungsphasen sind sehr, sehr aufwendig. Das hat den größeren Teil des letzten Jahres in Anspruch genommen für die nächsten 5 Jahre. Wir haben neben der programmorientierten Förderung aber auch die ganze Zeit Evaluationen laufend während der Förderphasen für Institute, für Gruppen, für Projekte, aber durchaus auch für Personen. Das heißt, wenn bei uns ein Institutsleiter da ist, dann ist er primär auf Zeit da und muss sozusagen immer wieder berichten, was er gemacht hat. Gruppenleiter genauso, das geht relativ weit runter, wo also permanent über Publikationen evaluiert wird, was in den entsprechenden Projekten gelaufen ist. Es gibt bei uns, das ist auch ein bisschen anders als für Universitäten, eine Meldepflicht für Publikationen. Das heißt, das ist nicht so, ja, ich kann da mal was eintragen, sondern es wird eingetragen und das, was eingetragen wurde, ist gemacht worden. Alles andere ist nicht so wahnsinnig relevant. Ja. Das heißt, unsere Repositorien kommen im Prinzip aus zentralen Nachweissystemen, die primär in dieser Evaluationsschiene laufen. Dass wir auch noch ein Volltext-Repositorium haben, das ist ganz oft so ein Add-on, weil so ein Volltext kann man dann auch noch dranhängen. Aber wir kommen primär aus dieser anderen Richtung. Bisher waren das in der HGF an vielen Zentren Eigenentwicklungen, die eben zugeschnitten waren, zum Teil auf dieses Reporting für die POF. Wenn sich die POF ändert, dann haben wir daran rumgeschraubt und haben das nachgezogen. Das sind sehr aufwendige Datenbanken, wegen dieser ganzen Reporting-Geschichten. Wir müssen sehr viel normieren an der Stelle und für Wissenschaftler sind sie vollkommen unnütz. Das muss man auch sagen, so wie sie bisher gebaut waren, war der primäre Fokus von diesen Datenbanken, das Reporting zu liefern, die entsprechenden Berichte zu produzieren, aber es war zum Beispiel nicht möglich, einfach mal so bibliografische Daten zu exportieren oder die Webseiten zu füllen. Das ging zum Teil, manchmal geht es auch nicht. Das hat uns überhaupt nicht gefallen und deswegen haben wir gesagt, das muss anders werden. Der erste Wunsch, den wir hatten, ist, es soll gehen um Wissenschaftler. Das ist das, für was wir Forschung machen, für was das Forschungszentrum da ist. Das ist das, wofür Bibliotheken da sind. Wir sind keine Verwaltungseinrichtung, sondern eine wissenschaftsnahe Dienstleistungseinrichtung. Das heißt, für unsere Wissenschaftler wollten wir haben in diesen Repositorien Schnittstellen, sowas wie ein Import nach BibTeX EndNote und was die da gerne hätten. Sowas wie private Sammlungen. An der Stelle sind wir bei sowas wie einer institutszentrierten Literaturverwaltung. An der Stelle kann man in die große Wolke gehen. Wir haben aber zum Teil sehr industrienahe Forschung. Da wollen Sie schon mit Ihren Kollegen teilen, aber nicht mit der Konkurrenz. Das heißt, es soll garantiert sicher sein, dass nicht jeder liest, was Sie lesen können. Ja, das muss also weggeschlossen werden. Wir wollten in die ganzen Sachen deutlich mehr Bibliothek reinbauen. Das kennt man ja als Bibliothek. Denn wenn alles funktioniert, dann sieht einem keiner. Erst wenn es nicht mehr funktioniert, dann ist man plötzlich gefragt. Das heißt, alle diese Sachen, die wir den Wissenschaftlern an die Hand geben, ob das ein Link-Resolver ist, Volltexte, Publikationslisten für die Webseiten, das sollte alles damit reingebaut werden. Damit haben wir angefangen. Dann geht es primär um Sichtbarkeit von Forschungsergebnissen. Das heißt, was wir gerne hätten, ist deutlich mehr Volltexte für unsere Repositorien. Das ist, je nachdem, wie die Einrichtungen aufgestellt sind, ein bisschen verschieden, wie viel wir da haben. Aber nachdem es primär die ganze Zeit immer um dieses Reporting ging, war das Einsammeln von Volltexten so ein bisschen eine schwierige Geschichte. Das musste man dann nochmal in ein zweites Repositorium und solche Geschichten hatte man da. Das ist zu aufwendig, das kann man so nicht machen. Das Ganze soll zukunftssicher sein, das heißt insbesondere wollten wir keine Software entwickeln. Wir wollen Leute, die das machen. Wir wollen ein im Wesentlichen fertiges Produkt haben mit einem Team hinten dran, das weiß, wie das geht. Das heißt auch kein kommerzielles Produkt. Wir wollen ganz viel standardisieren, normieren, das brauchen wir für diese Evaluationsseite,
Das erlaubt uns aber auch am Ende dann, bestimmte Dienstleistungen darzustellen, die wir eben aus dem Repository machen wollen. Und wir brauchen eben diese ganzen detaillierten Auswertungen. Das sind sehr komplexe Schlüssel. Wir brauchen Anbindungen an externe Quellen, sowas wie Bibliometrie nach Web of Science, Scopus und solche Geschichten spielen da eine Rolle. Das heißt, das muss drinnen sein, aber bitteschön so, dass nicht der Wissenschaftler vorher verstehen muss, was die HGF morgen zählt, weil übermorgen zählen die was anderes. Das heißt, wir brauchen ein standardisiertes Metadatenschema, das signifikant größer ist als ein Doubling Core. Mit DC Identifier kriege ich da tatsächlich nichts geschossen. Partner für Join sind das Deutsche Elektronensynchrotron in Hamburg, das Forschungszentrum Jülich, die GSI in Darmstadt. Seit diesem Jahr neu das DKFZ in Heidelberg, auch die werden eine Instanz von uns installieren. Das Meyer-Leibniz-Zentrum in Garching bei München, das ist der Forschungsreaktor München 2, die RWTH in Aachen. Dann haben wir einen sehr kleinen Partner, können wir auch, das ist das Museum Zitadelle. Die machen so Heimatforschung im Bereich Jülich. Jülich hat eine relativ große Zitadelle und deren Bibliothek machen wir mit. Und ansonsten können natürlich Leute mitmachen. Ich meine, das Ding heißt ja nicht umsonst Join. Wir sind also offen für neue Partner. Was wir momentan online haben, sind Dienste für ungefähr 20.000 Mitarbeiter, plus 5.000 Gastwissenschaftler, plus alle Besucher, die dann noch auf die Webseiten kommen. 260.000 Dokumente, 80.000 Normsätze. Das heißt, insgesamt sind wir ein relativ großes Schiff. Das Ganze sieht so aus, damit Sie eine Vorstellung davon haben, das sind Instanzen, die es schon gibt. Impuls hier unten vom Meyer-Leibniz-Zentrum ist momentan noch in Beta, aber User läuft auf jeden Fall, das GSI-Repository läuft, die PubDB, Indesi, die laufen alle schon seit über einem Jahr produktiv. Die RWTH muss für die Universität noch ein paar Sachen anpassen. Die sollten aber auch dieses Jahr auf jeden Fall noch kommen. Wie haben wir das gemacht? Erstmal haben wir uns überlegt, was gibt es denn für eine Software, die das kann, die also ein Metadatenschema hat, das mal groß genug ist, also kein Doubling Core. Wir haben uns überlegt und verschiedene Sachen angeguckt, also DSpace wäre eine Möglichkeit gewesen, hätten wir ganz viel reinbauen müssen, ePrints wäre eine Möglichkeit gewesen, hätten wir auch ganz viel reinbauen müssen. Wir haben uns entschieden letztlich für Invenio. Das spielt ein bisschen eine Rolle, dass mit dem DC1-Institut dabei ist, das sehr stark aus der Teilchenphysik kommt. Inspire kennen Sie vielleicht, ist eine große Datenbank, sowas wie Web of Science für die Teilchenphysik, läuft auf Invenio, das heißt, haben wir eine gewisse Expertise gehabt. Und Invenio ist relativ flexibel und wie es da oben steht, es kann mit groß mehrere Millionen Records. Das heißt, da ist bei uns auch noch Luft, da können wir was reinbauen. Die Basis dafür ist Mark 21, da freut sich der Bibliothekar in mir, das ist endlich mal ein vernünftiges Format, mit dem man was anfangen kann. Wir haben dann in Join einen Workflow für unsere Dokumente da reingebaut, der alle diese Sachen, die wir dem Benutzer nicht unbedingt zeigen wollen, weil das kompliziert ist, zum Beispiel die POF-Strukturen und diese Sachen, irgendwelche Statistikschlüssel und sowas realisiert, dass der Benutzer eine einfache Schnittstelle sieht, so einfach wie möglich, aber halt auch nicht einfacher. Wenn Sie den Workflow angucken wollen, in unseren Repositorien, ganz da oben ist ein Benutzer, zum Beispiel ein Wissenschaftler kann das sein, oder auch eine Sekretärin, eine Hilfskraft, das ist ganz egal. Der gibt was ein. Es gibt diese eine Entscheidung, die man bei uns immer treffen muss. Ist es für die Veröffentlichungsdatenbank oder nur für das zentrale Repositorium dieses Instituts? Also dürfen es nur die Mitglieder des Instituts sehen. Wenn man da oben sagt, bei diesem gelben Kästchen VDB relevant, nein, geht es nur in die Institutssammlung. Sie haben dann sowas wie eine Literaturverwaltung. Ja, da können die ihre Handbücher hochladen, was auch immer sie da machen. Das gucken wir uns gar nicht an. Ich sage immer, wenn Sie die Blu-ray-Sammlung austauschen, dann merken wir das, dann geht uns die Platte aus. Ansonsten interessiert uns dieser Teil nicht. Wenn unsere Leute was eintragen, was sie selber gemacht haben, dann sagen sie bei diesem VDB relevant. Ja, ist relevant für die Veröffentlichungsdatenbank und es geht an dieses grüne Neutrum da drüben. Das ist, heißt bei uns Institutssachbearbeiter oder Editor. Das sind Leute, die kontrollieren die Eingaben von unseren Wissenschaftlern oder den Hilfskräften, die sie dafür haben und gehen gucken, ist das denn auch alles korrekt. Im Wesentlichen korrigieren die Sachen wie Formaldaten, Schreibfehler gehen die durchgucken, aber dann auch eben diese Programmzuordnungen, ist das alles so, wie das sein soll. Im Sinne von, dieser Gang da hinten ist auf POF-Topic so und so und dieser Gang da hinten ist auf dem POF-Topic, wenn zwei Leute drin sind, müssen auch beide Topics drin sein. Solche Sachen kontrollieren die mit dem Wissen, das sie im Institut haben. Also diese grünen Leute, die sitzen in den Instituten tatsächlich und sind dafür diese Kontrolle zuständig. Wenn die gesagt haben, das ist korrekt, dann wird dieses Dokument sichtbar. Auf dem Web, auf den Webseiten der Institute, das heißt, wir füttern das direkt dann raus, auch an die Öffentlichkeit. Und es geht nochmal in dem letzten Kontrollschritt an die Leute da unten in Gelb, das ist die Bibliothek, die jetzt nochmal so eine letzte formale Kontrolle, also halt nochmal guckt, sind alle Rechtschreibfehler raus und sowas, weil die Daten, die hier erfasst werden, gehen hinterher in den wissenschaftlichen Ergebnisbericht, das heißt, das drucken wir dann auch in der entsprechenden Auflage oder
wie auch immer. Ja, also hier am Ende sollte es richtig sein. Auf dieser Menge findet dann auch das Erbsenzählen statt. Wie viele Publikationen pro Projekt, pro Institut, pro Mitarbeiter oder wie auch immer das dann gefordert wird. Auf dieser endgültigen. Das hier oben, was da freigegeben wird, das sind diese ganzen Online-First-Geschichten zum Beispiel. Wir haben noch keine Seitenzahlen und solche Geschichten. Gerade in der Medizin haben wir das relativ viel, wo das sehr lange dauert, bis dann endlich mal komplette bibliografische Daten da sind. Die werden dann im gegebenenfalls nächsten Jahresbericht berücksichtigt. Was wir dann in Join auch noch gemacht haben, ist ganz viel Mark Authority. Bei uns wird praktisch nichts Freitext eingegeben, es wird fast alles normiert. Das heißt, wir haben sehr viele Normsätze gebaut. Für bibliografische Angaben, zum Beispiel eine Zeitschrift, bei uns können Sie nicht einfach Nature hinschreiben, sondern Sie kriegen eine Liste vorgegeben, wenn Sie Nature schreiben, wählen diese Zeitschrift aus. Und dann weiß diese Zeitschrift, du hast einen Impact-Faktor, du bist im Web of Science gelistet, du bist in Scopus, in PubMed und hast sie nicht gesehen. Oder auch im DOAJ, also auch Open Access Zeitschriften weisen wir über diese Statistikschlüssel aus, sodass wir auch dann hinterher beim Durchgucken sehen können, aha, die ist im DOAJ, im Prinzip können wir den Volltext wahrscheinlich einstellen. Ja, das macht ganz oft die Bibliothek. Für Institute, Autoren, Projekte, Statistikschlüssel, Vokabular haben wir lauter solche Normsätze, sind Mark 21 Authorities, die dann eben zur Zuordnung für diese ganzen Statistiken benutzt werden. Da sagt Katrin dann ein bisschen was dazu, was wir da genau machen. Wir haben dann Vorschlagsfunktionen für unsere Benutzer gebaut, damit die das alles nicht sehen müssen. Autoren, Projekte, das sieht dann ungefähr so aus in so einer Submit-Maske. Sie sehen also, da ist so ein Wagner-Alexander aufgetaucht. Extern LL. L ist Library im DESI. Das heißt, da bin ich ein interner Autor vom DESI an dieser Stelle. Ich war aber vorher schon im System bekannt. Das heißt, er kennt mich auch noch als externen Autor. Das weist mich darauf hin, ich muss sagen, bin ich jetzt tatsächlich am DESI oder bin ich noch der externe Wagner, wenn ich zum Beispiel erst hingekommen bin. Dann sehen Sie da oben diese POF-Zuordnungen, das ist die schöne POF 899, POF mit ohne POF. Ja, das ist ein Pflichtfeld, muss man zuordnen. Sie sehen auch die Bibliothek und Dokumentation, die eben am DESI als Abkürzung einfach L heißt. Da können Sie sich schon überlegen, was passiert mit größerer Zeit. Gibt es bestimmt irgendwann mal ein anderes Institut, das L heißt. Man kann da Schleifen haben, lauter solche seltsamen Sachen. Und dann eben auch die normalen bibliografischen Daten, die man bei uns angeben kann. Für jetzt, das in dem Fall ist das dieser Vortrag. Also der ist auch schon auf der PubDB, können Sie auch dort abrufen. Fast alles ist wie gesagt normiert. Vorschlagsfunktionen sind da, das sind Ajax, jQuery und solche Geschichten. Es gibt so eine semi-automatische Autorenindividualisierung, also unsere Repositorien sind ORCID-ready. Wir könnten, wenn wir ORCIDs hätten, jederzeit unsere IDs durch ORCID ersetzen. Wir müssen aber sicherstellen, dass wir auch alle unsere Autoren kennen. Das ist der wesentlich aufwendigere Teil. Wie stelle ich sicher, wenn jemand neu kommt oder das Institut verlässt, dass wir das auch sehen? Wir machen es meistens über die Telefonbücher von unseren Einrichtungen. Es gibt Importfunktionen für DOI, PubMed, Archiv und so weiter, sodass die Leute möglichst wenig schreiben müssen. Und eine ganze Menge dann hinten dran im Backend. Und wenn Sie die Buchstaben hier angucken, dann sehen Sie, wer da was gemacht hat. Und Sie sehen auch, dass das ein Projekt ist, das zusammen gemacht ist. Also jede Einrichtung hat da was beigetragen zu. So, Webausgaben sehen zum Beispiel so aus. Das sind Publikationslisten, die wir live ins Web schicken, in den entsprechenden Formaten für die entsprechenden Einrichtungen. Sie sehen da drüben auf der ganz rechten Seite User, wie es in der Webmaske von User selber ausschaut. Diese Biosoft-Seite, die ist tatsächlich aus User exponiert für ein Projekt, das in Jülich läuft. Nebendran ein anderes, eine Institutsliste oder auch am DESI für Photon Science oder Particle Physics, wo wir Publikationslisten auf Jahresebene oder pro Dokumenttyp, je nachdem wie das Institut es haben will. Das sind einfach Anfragen gegen unser System, weil auch eine Publikationsliste ist nichts anderes als eine Auswertung. Bei uns gibt es so lustige Namen wie AID, CID, AID ist Author ID, CID ist Contributing Institute ID, womit man das abfragen kann, sodass man diese Listen ziemlich genau so haben kann, wie man die hinterher haben möchte, auch entsprechend sortiert. Und auch mit diesen ganzen Sachen, dass sich so ein Institut ab und zu mal ändert. Also Name und wie die zusammenhängen. Dann haben wir ganz viel Statistik. Da wird Katrin was dazu sagen, was eben diese Auswertungen sind, die wir am Schluss machen müssen. Generell der Vorteil, das in Normsätzen zu machen, ist, dass wir sie relativ einfach ergänzen können. Also ich finde ganz einfach bei uns in der Bibliothek immer jemanden, der mir Mark Authority bauen kann. Ich tue mich ziemlich schwer, jemanden zu finden, der Python programmiert. Also immer, wenn ich Python machen muss, dann muss ich selber machen. Wenn ich einen Marksatz brauche, dann ist das eine relativ einfache Geschichte. Kann ich sagen, so und so, das ist die Vorlage, das nochmal und das heißt jetzt anders. Reporting wird Katrin eine ganze Menge mehr zu sagen. Alle Publikationen eines Journals zum Beispiel. Ja, also wenn ich sowas haben will, ich weiß, Plus One hat eine CC BY, ich möchte alle Volltexte, habe ich sie alle. Was haben wir in Plus One publiziert? Ist bei uns im Wesentlichen ein Klick.
ist ein Journal in einer Datenbank. Das ist sozusagen die geschicktere Variante von diesem Is-Peer-Reviewed. Is-Peer-Reviewed ist ein Status, der ist in keiner Datenbank vernünftig nachgewiesen, außer in kommerziellen Datenbanken hinter irgendwelchen Paywalls. Aber ein Journal ist in Web of Science, ist in Scopus, was eher die Grundlage für das Reporting in der HGF ist. Das ist relativ einfach darstellbar. Das machen wir, wenn wir die Datensätze einmal im Jahr bauen für die Zeitschriften. Brauchen wir ungefähr 30.000 Stück für. Und dann wissen diese Datensätze, in welchen Datenbanken sie nachgewiesen sind. Und das hier unten sind dann so typische Fragen, die dann kommen. Welche Open Access Journals haben diesen unsäglichen Impact-Faktor? Ist eine Frage, ist in JCR gelistet oder nicht? Ja? So kann man die dann zusammenbauen. So ein Normsatz für die Leute, die Mark mögen, sieht dann ungefähr so aus. Das ist ein Institut. Wenn Sie sich das auf der User angucken, das ist ein Jülicher Institut. In Jülich gibt es mit Institutsnamen so ziemlich alles, was man nicht haben möchte. Also ein Institut, das hinterher wieder genauso heißt wie vorher, sich zwischendrin aber mal geteilt hat. Das ist genau so ein Beispiel. Also das heißt ICG Arabisch 1 teilt sich dann, heißt dann irgendwann mal ICG Römisch 1, danach heißt es wieder ICG Arabisch 1, sind aber verschiedene Institute mit verschiedenen Forschungsgebieten. Das können wir hier drüber darstellen. Also wir haben hier in dieser Zeile mit dem WT am Schluss, das wäre die Überordnung, das Institut ICG. Wir haben diese Zeilen mit WA am Schluss, WB am Schluss, dass die Vorgänger und Nachfolger abbilden, sodass wir diese ganze Institutstopologie unterbringen. Und das Gleiche können wir natürlich mit Projekten machen, Projekte, die Vorgänger und Nachfolger haben, die Hierarchien haben, wie das in der POF so üblich ist. Oder auch bei der DFG haben wir das zum Beispiel bei den SFBs. Wir haben eine Aufnahme für den gesamten SFB und dann alle Einzelteile, die da drin sind, sodass man das auf dieser Ebene zuordnen kann. Das wäre das Institut und das ist dann auch eine Webausgabe dazu. Hier sieht man die Links zu den Vorgängern und Nachfolgern. Die heißen zwar gleich, haben aber trotzdem was Verschiedenes gemacht. Und hier unten kommt dann auch gleich eine Liste der letzten 10 Publikationen und ein Link zu allen bekannten Publikationen zu diesem Institut. Wo man dann wieder die Frage hat, ja, dieses Institut heißt jetzt so, aber was hat es denn die letzten 10 Jahre gemacht? Also ich brauche die ganzen Vorgänge auch noch. Ja? Und das machen wir eben über diese Verknüpfungen, die da drin sind. Für Journals machen wir das gleiche Spiel. Sieht so ähnlich aus, ist ein bibliografischer Satz für ein Journal. Sie sehen da oben peri.de 600, ja, ist die ZDB-ID, die dahinter steht. Primär kommen viele bibliografische Daten aus der ZDB, ist aber nicht alles ZDB, also es ist ZDB plus ganz, ganz viel X. Und Sie sehen hier unten zum Beispiel diese ominösen Statistikschlüssel. Diese Zeitschrift ist im JCR, sie ist in Scopus, sie ist in Medline, sie ist im Science Citation Index, mit dem wir dann so Abfragen machen können eben. Welche Zeitschriften sind in Scopus und in Web of Science? Was hat das Institut X in Zeitschriften publiziert, die in diesen Datenbanken sind, was bei uns für das Reporting die relevanten Größen sind? Diese Werte hier unten erbt jeder Datensatz, wenn man ihn eingibt, weil es kann ja sein, dass eine Zeitschrift aus dem Web of Science wieder rausfliegt. Und dann stimmt das im nächsten Jahr nicht. Das heißt, einmal im Jahr bauen wir diese Datensätze neu. Und dann ab da gibt es dann neue Statistikschlüssel. Und Sie sehen, dass auch diese Felder hier, also ein Zeitschriftendatensatz passt hier gar nicht ganz auf die Folie, da sind ganz viele Sachen drin, die wir sonst noch benutzen. Das sind zum Beispiel die Links zu den RSS-Feeds drin, verschiedene Titelformen, sodass man mit allem Möglichen suchen kann. Alle möglichen ISSNs, die dieses Ding mal hatte, oder die Sprache, wenn man die jetzt haben will, DDC. Also für ein Repository will man ja normalerweise eine DDC haben, bei Zeitschriften aufsetzen ist die DDC des Journals auf der Ebene, wie man es in Repos haben will, gut genug. Also das ist dann schon Physik, das passt dann schon ungefähr. Auf jeden Fall passt es besser, als wenn der Benutzer uns eine DDC eingeben soll. Ja. Datenaustausch zwischen unseren Repositorien, das ist ein Verbundprojekt. Im Prinzip sind wir sowas wie ein kleiner Bibliotheksverbund. Das heißt, wir tauschen alle unsere Normsätze untereinander aus. Das ist spätestens bei der POF, wird es durch Leidensdruck gesteuert. Die will keiner freiwillig machen, die ist hinreichend kompliziert. Aber auch bei den Periodika, Experimente, Statistikschlüssel und sowas tauschen wir über OAI. Ganz normal, so wie Sie es von Ihrem normalen Repo kennen, aber als Exportformat nehmen wir MarkXML und nicht Dublin Core, sonst kriegen wir es nicht rein. Mark ist ja auch unser internes Format, das heißt, wir können damit dann alle Daten einfach hin und her transportieren. Momentan ist es bei uns noch so aufgebaut, dass wir einen zentralen Master haben, das ist momentan die User in Jülich. Die könnten wir allerdings durch jede andere Maschine ersetzen, weil alle Maschinen in den Normsätzen identisch sind. Also wenn die jetzt sozusagen ausfallen würde und wir brauchen dringend einen Ersatz dafür, dann würden wir, was weiß ich, die PubDB nehmen oder eine andere Maschine. Das ganze Zeug wird einmal in der Nacht geharvestet von dieser Maschine. Wenn was neu kommt, spielen wir es in Jülich derzeit ein. Und das kommt dann zu allen Mitgliedern von unserem kleinen Verbund. Den Code selber haben wir im Git. Momentan ist das noch ein geschlossenes Git. Das liegt in Hamburg auf. Das wandert demnächst irgendwann mal nach GitHub oder sowas in der Art. Wir haben eine kleine Projektgruppe. Jetzt glauben Sie aber nicht, dass das Personal Vollzeitäquivalente sind. Also das wäre schön, wenn wir das als Vollzeitäquivalente hätten.
Das sind die Leute, die es gebaut haben. Das ist Join im Moment. Ja, ein paar Leute haben uns auch tatsächlich schon verlassen. Herr Kopphoff, Herr Passera haben sehr viel gemacht. Vor allen Dingen Thomas Passera hat den ganzen Website mit Backend gemacht. Was wir haben als Problem ist, wenn wir ein Update installieren, müssen wir das auf mindestens 10 Maschinen installieren. Das heißt, wir brauchen sowas wie Software-Rollout und solche Spielchen, was jetzt ein bisschen drüber rausgeht, mal eben lokal einen Opus-Server aufsetzen. Wer uns natürlich ganz viel geholfen hat, waren auch die Leute vom CERN, CERN IT, CERN Library und das Projekt Inspire, mit denen wir halt tatsächlich einen relativ regen Austausch haben. Und da sitzen dann da unten schon ein bisschen mehr Personenäquivalente. Also Invenio ist so ein Projekt, das bin ich ein paar Mal gefragt worden, wo so immer ungefähr 25 Leute dran arbeiten. Ja, also verschiedene Studenten, Masterarbeiten und sowas ist da drin. So, damit bin ich fertig und sogar in der Zeit ist es erstaunlich. Also was wir nicht versuchen, ist die Welt zu normieren. Das ist einfach, wo wir ganz klar sagen, also das kann man probieren, aber das ist den Schweiß der Edlen dann doch nicht wert. Wir kennen unsere Autoren, wir wissen, wo die zugehören. Was man bei uns tatsächlich machen kann, ist, man kann eine Affiliation angeben, auch eine beliebige Affiliation. Das ist eines von den ungefähr 3 Freitextfeldern, wo man dann auch wirklich Universität Wien reinschreiben kann. Und das wird dann auch im Datensatz hinterlegt. Was bei uns primär hinterlegt wird bei den Affiliations für die lokalen Personen, sind wirklich die Institutszugehörigkeiten bei uns, weil wir das auch wissen. Das größte Problem bei dem ganzen Spiel, Institute an Personen zu knüpfen, ist, dass man rechtzeitig die Nase dran kriegen muss, wenn sich da was ändert. Und da sieht es richtig finster aus, wenn man das möchte. Also schon bei uns in der Anlage wird das kompliziert und wenn ich jetzt noch Leute irgendwo auf der Welt habe, das klappt gar nicht. Aber das heißt jetzt bei den externen Personen dann nicht immer einen eigenen Datensatz für jede Person? Nein. Halt. Ja, es gibt bei uns so eine Pseudoperson, PDEHGF0, das ist der Externe mit allen seinen Namensformen, der wird sozusagen nicht zugeordnet. Das heißt, es gibt bei uns die Kennung, ich weiß, du bist eine externe Person, im Unterschied zu, da steht ein Name, ich weiß es aber nicht wirklich, weil die Sekretärin es oft auch nicht weiß. Und auf den Papern steht es manchmal einfach falsch drauf auch. Aber können Sie dann Auswertungen machen über die Kooperationen? Wenn uns die Leute die Affiliations eingeben, ja. Also wir machen es am DESI zum Teil darüber. Ne? Also bei den großen Kollaborationen, wir haben ja, das hatte ich vorhin nicht gesagt, aber wir haben ja Paper mit 3.500 Autoren. Sowas wie Atlas, CMS und so. Und das wäre auch jetzt für die Eingebenden ein bisschen schwierig, wenn die alle auf die einzelnen Affiliations und dann hat jeder 3 oder 4 zuordnen muss. Aber was ganz oft gefragt wird bei uns ist mit externen. Also hat DESI, GSI, Jülich mit einer externen Institution. Und was wir tatsächlich von Wissenschaftlern dann haben, ist, dass die sagen, ich mache ganz viel mit dieser Uni, bitte legt mir die an und dann können sie die auch direkt auswählen. Ne? Also da gibt es einen großen Unterschied zwischen Brutto und Netto. Brutto war 2 Jahre, Netto in Mannmonaten ist es deutlich kürzer. Das meiste, was wir machen mussten, war tatsächlich Mark. Wir haben vergleichsweise wenig Code geschrieben, 55.000 Zeilen ungefähr. Ich habe eine Frage zur Anbindung von Stammdaten. Sie haben gesagt, Sie nehmen die Telefonbücher und schreiben da die Namen ab. Wenn es jetzt eine Einrichtung gäbe, die Orga-Daten automatisiert funktionieren könnte, könnte man dann Ihren Invenio anschließen? Ja. Also was wir da haben, ist tatsächlich eine relativ generische Schnittstelle. Das Telefonbuch zu fragen, vermeidet ganz, ganz viele Probleme, die Sie haben, wenn Sie jetzt direkt die Personendaten aus dem SAP ziehen wollen. Weil da ist dann schon mal geklärt, was denn eigentlich ins Web darf und wie das ins Web darf und sowas. Aber wir könnten es tatsächlich dranhängen. Personen ist auch eine von den wenigen Sammlungen, die wir haben, die weggeschlossen sind. Also wenn man auf die Startseiten geht, man kann alle unsere Authorities sehen. Institute genauso wie Zeitschriften oder sowas, Personen nicht. Die sind weggeschlossen. Sieht man nur für intern. Aber man muss dann natürlich, wenn man an so richtige Orga-Daten rangeht, genau klären, ob man das darf, wie man das darf und so weiter. Und da ist das Telefonbuch ein sehr pragmatischer Weg, weil eine E-Mail-Adresse kriegt dann doch jeder, der zur Anstalt gehört. Und da kommt man relativ gut hin mit. Das heißt, würden Sie auch personenorientierte
Evaluation fahren? Professor X hat jetzt 8 Kapitel. Ja, das können wir machen und der Professor X darf auch heiraten und seinen Namen wechseln. Also der muss nicht dauernd X heißen, wir kriegen sowas hin und wir könnten es auch tatsächlich statt über unsere Personen-Identifier über eine ORCID laufen lassen. Das ist auch perspektivisch so gedacht, weil wir dann bei den Importen die Personenzuordnung bekommen. Bei den Hochenergiephysikleuten mit den vielen Autoren kommen die meisten Importe da von Inspire. Das heißt, Inspire hat ein eigenes Autorenidentifikationssystem und wir benutzen da dann ganz oft am DESI Inspire-IDs, die wir als sekundär zuordnen. Das heißt, wenn der mit einer Inspire-ID kommt, dann kriegt er von uns zwar die DESI-Nummer, aber wir können in den Normsätzen mehrere abbilden und können es dann darüber zuordnen und dann spart sich natürlich der Eingebende da dann auch wieder. Ja, das ist halt immer die Frage, ob man das wollen können darf. Ne? Also das muss man halt klären, was da genau geht. Oder nicht? Schön. Also in der Diskussion über diese integrierten Forschungsinformationssysteme tauchen immer wieder diese Features auf, dass Aktivitäten und Rollen von Forschern jenseits der reinen Institutionszugehörigkeit und jenseits des Publizierens auch abgebildet werden. Also zum Beispiel, ein Beispiel genommen, als Aktivität hat Dissertation XY betreut, ja. Und eine andere Sache, die da auch vorkommt, ist der temporale Aspekt, ja. Also war am Institut von bis und dann aber an einem anderen Institut oder so. Ist das irgendwie angedacht oder relevant oder das so? Das ist drinnen. Ah, okay. Also es gibt bei uns den Zustand, dass wenn unsere Mitarbeiter, ja, also ich spreche dann immer über unsere Wissenschaftler, nicht über irgendeinen Professor, der irgendwo kollaboriert oder sowas, ja. Es sei denn, er ist so wichtig, dass uns die Leute sagen, bitte leg den an, ja. Dann dürfen wir den sozusagen internalisieren auch. Dann ist abgelegt, wir sammeln einmal in der Nacht das gesamte Telefonbuch ein. Wenn ein Mitarbeiter von A nach B wechselt im Institut, dann wird bei uns im Datensatz reingeschrieben, hat das Institut verlassen am so und so vielten, geht in das Institut so und so. Kann man das alles nicht machen? Na sicher. 371, 372, 373 ist wiederholbar und es gibt dann einen Start-Ende-Tag dafür, also so, dass man das tatsächlich darin abbilden kann. Wir können das darüber nachvollziehen. Also man muss an der Stelle sehr gut aufpassen. Wenn man das sehr kleinteilig macht, dann braucht man ein sehr gutes Backend-System, das das wirklich zeitnah auch produziert. Und daran klemmt es wesentlich mehr als am Abspeichern dieser Daten. Ja? Also sozusagen, A hat das Institut gewechselt, kriegen wir das eigentlich rechtzeitig mit oder hat er sozusagen die Anstalt komplett verlassen, bevor wir mitkriegen, dass er in einem anderen Institut ist? Ja. Die Dissertationen, also die Gutachter können eingetragen werden bei den Dissertationen. Das heißt, wir können auch darüber auswerten, wie viele Dissertationen, Masterarbeiten etc. betreut worden sind. Also es ist eine Frage, die wäre dann invers. Wie viele Dissertationen hat Professor X, wissend, dass er maximal selber eine geschrieben hat oder zwei? Philipp Scheer von der GESIS. Eine kurze Frage auch noch zu den ganzen Normdaten. Sie haben gesagt, dass Sie die Periodika an die ZDW quasi gekoppelt haben oder dass das so die primäre Datenquelle dafür ist. Und dass Sie die Normdaten unter den verschiedenen Instanzen, die Sie da aufgesetzt haben, auch untereinander austauschen. Das klingt jetzt nicht nach Spaß und ehrlich gesagt nach Update Sie und wollen Konfliktauflösungsarbeit. Nee, das ist tatsächlich harmloser. Also an der Stelle ist es so, bei den Zeitschriften, das ist ein großer Satz von unseren Normdaten, die werden im Wesentlichen automatisch generiert. Was da gemacht wird, ist, wir brauchen für die Auswertungen sowas wie ist in folgenden Datenbanken enthalten. Das heißt, wir nehmen die Titellisten von den entsprechenden Datenbanken. Dann wird daraus eine Summe von ISSNs generiert. Dann gibt es ein mehr oder weniger schlaues Programm, das ich vor Zeiten verbrochen habe, das daraus bibliografische Daten macht, indem es eben externe Quellen abfragt. Also die ZDB, damit man vernünftige bibliografische Daten hat, spielt da eine Rolle, aber es ist nicht ein Abzug von der ZDB in dem Sinn, ja, sondern es wird gleichzeitig eben auch Daten von den entsprechenden Quellen genommen, zum Beispiel, wie heißt denn das Viech im JCR, da heißen die Zeitschriften ja nie so, wie sie gehören, ja, oder auch zum Teil wird die EZB gefragt, damit wir Links zu den Zeitschriften bekommen. Ja, also so ist das gemacht und das läuft dann einmal im Jahr, wenn ein neuer JCR kommt, läuft das durch, dann wird diese riesen ISSN-Liste gemacht, sind so 100.000 Stück etwa. Dann wird über den Abgleich gegen die Datenbanken geguckt, wie viele ISSNs gehören zu wie vielen Zeitschriften. Dann sind wir noch bei 30.000 und dann werden Titeldaten generiert. Das dauert auf dem Rechner ungefähr 2 Wochen.
Und dann haben wir 30.000 Titeldaten, die werden dann einfach einmal in die User hochgeladen und gehen über Nacht dann per Mark Harvesting. Also was wir auch machen, wenn neue Zeitschriften kommen, dass also ein Wissenschaftler sagt, ich habe da und da publiziert, die Zeitschrift gab es die ganze Zeit noch nicht, meldet er an die Bibliothek und wir tragen den Titelsatz auf der User ein. Aber auch da wieder über den Umweg ZDB-EZB, das heißt, wenn es das Ding da noch nicht gibt, dann sagen wir, dauert einen Moment, weil wir stoßen dann die Katalogisierung bei ZDB-EZB an, sodass auch die Quellen dann vernünftig vollständig sind irgendwann mal. Gerade bei den vielen Neugründungen OR-Journals haben wir das öfters mal. Ja, die Etablierten sind natürlich alle da, weil wir haben alles, was in BOS ist und sowas. Wir haben auch alles, was im DOAJ ist, ja, soweit es Titeldaten in Deutschland gibt. Chelsea Mulindo, Duisburg Essen. Ihr habt vorhin gesagt, dass ihr danach auswertet, ob Open Access Publikationen vorliegen oder nicht. Was ist der anschließende Workflow? Also wie geht ihr dann vor bei der Überlegung, ob die Vortexte hochladen? Naja, wir müssen an der Stelle natürlich dann gucken, dürfen wir? Also was die Lizenz, die dahinter ist. Wir ja, in Bioprozessoren. Also man muss es tatsächlich angucken. Ja, das ist ja mit diesem Urheberrecht, das ist ja eine Seuche. Man kann ja nicht pauschal sagen an vielen Stellen. Also was jetzt die nächste Version von unseren Titeldaten enthalten wird, das sind die Lizenzhinweise aus dem DOAJ. Aber da gibt es natürlich auch so, das DOAJ sagt mir halt, ist CC BY, aber sagt mir nicht, ist CC BY 2, 3, 4. Ne? Also ich kann es nicht so ganz genau machen. Und dann kriegt man das damit angezeigt. Was wir halt machen können, ist tatsächlich alle Zeitschriften mal abfragen, die den DOAJ-Schlüssel haben, ist in DOAJ. Und dann sagen, okay, welche davon? Und das ist so, dass wir glücklicherweise nicht in allen diese Zeitschriften veröffentlichen, weil ja unsere Zentren schon einen gewissen Fokus noch haben. Also am schlimmsten ist da Jülich, weil das sehr breit aufgestellt ist. Aber dann kennt man irgendwann seine Verdächtigen und dann weiß man, darf man nehmen. Bei den Teilchenphysikern kommt halt ein Scope. Das ist alles CC BY 4. Das heißt, da können wir einfach direkt die Verlags-PDFs nehmen. Die können wir so einsammeln. Was tierisch aufwendig ist, ist Allianz. Also Allianz-Lizenzen, wo ich dann wissen muss, habe ich diese Zeitschrift überhaupt über Allianz lizenziert? Wenn ich sie über Allianz lizenziert habe, was habe ich da drin publiziert? Der Workflow ist komplex, aber wir haben es auf der User gemacht und auch in DESI, wenn wir es machen, GSI wird das mit Sicherheit auch machen. Ja, aber es ist zeitaufwendig dann, weil man da tatsächlich viel mit der Hand prüfen muss, weil man wenig Quellen hat, die einem maschinenlesbar sagen, das darfst du nehmen oder nicht. Ja. Und ihr habt eine Zweitverletzungspflicht für Autoren, oder? Ja, das wäre schön. Wir haben eine Meldungspflicht für die Veröffentlichungsdatenbank. Und das ist schön, ja. Und dann tatsächlich in den Bibliotheken einen sehr hohen Dienstleistungsauftrag. Also das wird zum Teil vom Zentrum erwartet, dass wir tun. Ne? Weil die Aussage immer ist, der Wissenschaftler ist teurer als der Bibliothekar. Da ist ja auch durchaus manchmal was dran. Vielleicht nicht beim Doktoranden, aber die sind dann alle gleich. Und deswegen machen wir da viel dazu. Ja, also wir haben eine Sache, die das vereinfacht bei Journalartikeln, dadurch, dass die Kollegen beim Freigeben prüfen müssen, ob wirklich auch alle bibliografischen Daten korrekt sind, rufen sie den Artikel sowieso auf. Die sind also dann kurz vor diesem PDF, ne? Beziehungsweise bei diesem PDF. Und da können sie natürlich prüfen, darf ich nicht und hängen es dran. In Anspielung an den Titel, Repositories Beyond Dublin Core, was bedeutet Beyond, heißt es bei euch Mark? Das heißt bei uns Mark, weil das alle unsere Bibliothekare können und das wird noch 10 Jahre so sein. Das heißt aber nicht, dass wir nicht ein anderes Format nehmen könnten. Das Wesentliche ist, dass wir ein Format brauchen, das groß genug ist. Also im Dublin Core kriege ich die Sachen, die wir machen müssen, nicht abgebildet, jedenfalls nicht, ohne den zu erweitern, ganz heftig. Und dadurch, dass wir halt relativ viel Bibliotheksdaten haben, am DESI wird auch der Katalog in Invenio demnächst abgebildet werden, also in der PubDB, sind wir auf der Marktschiene tatsächlich einfach. Und wir haben relativ viel Know-how in den Bibliotheken und bloß weil ein Informatiker das vielleicht nicht mag, möchte ich das nicht wegschmeißen. Also da bin ich dann Bibliothekar. Ich muss zwar den ganzen Krempel auch programmieren, aber da wäre ich Bibliothekar.